Ja, hier geht es in wenigen Wochen los. Dann werden Silber und andere Metalle hier aus der Erde geholt. Die strategischen Rohstoffe sind wichtig für Europa, denn diese Mine hier liegt nicht in China. Nein, sie liegt in den bosnischen Bergen im Herzen Europas. Und hier geschieht derzeit ein kleines Wunder. Die Leute wandern nicht länger aus. Nein, sie kehren zurück nach Bosnien-Herzegowina, um hier zu arbeiten. Läuft alles so reibungslos, wie es aussieht? Ich will rein in die Silbermine von Vardes. Das geht nur mit Notfallatemgerät und Spezialtraining. Let's go. Jimmy aus Neuseeland nimmt mich mit unter Tage. Der Mann hat 26 Jahre Berufserfahrung. Australien, Mongolei, Burkina Faso und jetzt eben Bosnien-Herzegowina. Dabei ist Jimmy eher die Ausnahme, denn Adriatic Metals, ein Bergbauunternehmen aus Großbritannien, ist stolz darauf, überwiegend Arbeiter vor Ort zu rekrutieren. The minerals here, it's good for the country, it's good for the government here, it's good for the community in whole, I believe. And there will be benefits flow down through the community, I'm sure. 800.000 Tonnen Erz sollen jedes Jahr aus dem Untergrund geholt werden. Es ist das größte Bergbauprojekt in Bosnien-Herzegowina. Ich bin mit Marco verabredet. Sein Geologenteam sind die Schatzsucher des Unternehmens. Hunderte von Bohrkernen hat Marco ausgewertet. Vor Jahresfrist rechnete er noch mit 12 Millionen Tonnen Erz. Neueste Nachricht, der Schatz ist fast doppelt so schwer. This is the host rock of mineralization from Rupice deposit in Vardes. It contains the sulfides, which includes silver, gold, copper, zinc, lead and antimony. With a very, very high grades. Of each element. Nice to meet you. Betriebsleiter Matthew Hein zeigt mir die Fabrik, in der die Silber-, Blei- und Zinkkonzentrate aufbereitet werden. 200 Millionen Euro werden in Vardes investiert. Sobald der Betrieb läuft, trägt die Mine über 2% zur bosnischen Wirtschaftsleistung bei. Anfang 2024 geht es los. We see the recent legislation passed by the EU around sourcing their critical raw materials internally recognizes the need for Europe to be independent in resourcing its own future. Bosnia-Herzegovina has a huge role to play within that. The concentrate we're producing, which is shipped throughout Europe, contains all metals which are really important in a green and clean transition. Arbeiter modernisieren die Eisenbahngleise. Die strategischen Metalle aus Vardes werden gebraucht für Europas Energiewende, für Solarzellen, Elektroautos, Ladestationen und Windkraftanlagen. Von Vardes sollen die Konzentrate zum Exporthafen in Kroatien transportiert werden. Dann geht es weiter zu den Metallschmelzen Europas. Das verringert die Abhängigkeit von Russland und China. Aber einen Bergzug weiter in der Nachbarstadt Kakanj regt sich Protest. Hayriya Chobo ist Englischlehrerin und hat Umweltrecht studiert. Dem Bergbauunternehmen wirft sie vor, bei den Umweltverträglichkeitsstudien getrickst und ein in Bosnien-Herzegowina angeblich nicht zugelassenes Institut aus Großbritannien beauftragt zu haben. The second study is practically illegal in this country. It is not approved by any authority in this country. Hayriya hat Beschwerde eingereicht beim Europarat, genauer gesagt beim Sekretariat der Bern-Konvention. Die Organisation wacht über den Schutz der Artenvielfalt. Zentraler Vorwurf Hayrias, auch außerhalb der Konzession werde gebaggert. These construction works in the riverbed, which is protection zone number two, where such construction works are strictly forbidden, and they still do it. Anything they pollute comes to my pipes. And I'm supposed to drink it? My government is endangering lives of 40,000 people at least in my town for the sake of profit for a British company and a couple of hundred people to be employed. So you know how do we call it? It's neocolonialism. Zwar sind die offiziellen Trinkwasserwerte völlig okay, doch Hayriya hat sich selbst einfache Testgeräte gekauft und misst Verunreinigungen in einem Bach, der aus Richtung der Silbermine kommt. I'm measuring particles in the water and what we've got here is 210, 213. It was like 25 in this stream before the mining. Kernproblem ist die vermutete Belastung mit Schwermetallen. Es ist nicht das erste Mal, dass Hayriya Proben entnimmt. Die alten Teststreifen hat sie aufbewahrt.
Heute gibt es eine Überraschung. But this is a good result. I'm very happy with the result today. Only chromium is showing a little bit of color. But in the past, there were chromium showing off, bromine, chlorine. It's not clean, not for drinking, not anymore. Jetzt reagiert der Europarat. Das Sekretariat der rechtlich verbindlichen Bern-Konvention fordert die Regierung Bosnien-Herzegowinas auf, die Bergbauaktivitäten bis zur Klärung der Vorwürfe zu stoppen. Die Nachhaltigkeitsmanagerin weist alle Beschuldigungen zurück. It's a very far distance from our underground mining activities. All studies are pretty sure that there is a water barrier in between, that our underground waters will not affect this water supply on the opposite side of the hill. Heavy metals are present, but below limit values. And what's important and key to say here, we are tracking it for 3 years before we started our activities. So presence of the heavy metals in this water is actually nature of the varishes itself. Nach dem vorerst gescheiterten Projekt einer Lithiummine des Bergbauunternehmens Rio Tinto in Serbien geht Adriatic Metals mit der Silbermine in Bosnien nun einen anderen Weg. Es wird massiv in Umweltschutz investiert. This is the first processing plant flotation in history of the country which is going to have recirculation of the water, which we are very proud of. We understand, even if we are not in European Union, we want a European mine, follow all the European legislation or international conventions. And we want to say the story. It's a possible to have a green mine. Vares blickt auf eine jahrhundertealte Bergbautradition zurück. Doch die prächtigen Industriebauten aus der Zeit, als die Region noch zum Österreich-Ungarischen Kaiserreich gehörte, verfallen. Vares eine Ruinenlandschaft. Dabei ist Vares eigentlich ein hübsches Städtchen. 22.000 Menschen lebten hier einst. Heute sind es nur noch 8.000. Der Zerfall Jugoslawiens, Bürgerkrieg, Vertreibung, Flucht und wirtschaftlicher Niedergang hinterließen ihre Spuren. Jetzt geht es wieder aufwärts in Vares. Dank der neuen Erzmine hat sich das Budget der Gemeinde glatt verdoppelt. Endlich ist Geld da für dringend benötigte Infrastruktur. Brücken, Müllabfuhr, Wärmedämmung und Gebäudesanierung. Im Bürgermeisteramt freut man sich über Zuzügler und Familiengründungen. Tiče reći vam samo jedan podatak, da sam prošle godine jedan svoj vrtić dječji imao negdje sa odjeljenjem do 18 učenika gdje je bio na granici uopće ekonomske rentabilnosti i opstojnosti, a prije par mjeseci sam već četvrto odjeljenje potpisao da smo otišli na 60 djece, a već su mi najavili da iduća godina mogla ići na 100 djece. Znači bio je jednostavno mrtav grad, danas je ovo potpuno živi, uzavreli grad posla, rada i reda. Seit 3 Jahren gibt es an der Schule von Vares sogar wieder eine Untertagebauklasse. Denn das Bergbauunternehmen rekrutiert vor Ort. Schulbehörden und Eltern sehen hierin eine echte Chance für ihre Kinder. Dejan und Damir wollen Bergbauingenieur werden. Yeah, I speak with my parents and we decide together that was best choice for me and for my future. I think that the opening of this mine will be good for our, not only us, but for the community itself in this town and for the country as well. Abends treffe ich mich erneut mit Marco, dem Geologen. In den Kriegswirren verließ seine Familie die Gegend, zog nach Zagreb. Marco studierte in Kroatien. Dass er nun in seiner alten Heimat Arbeit gefunden hat, grenzt für ihn an ein kleines Wunder. It's crazy, unbelievable. I couldn't imagine that I will work here, but it happened. It happened and I couldn't believe. Auch Pizzabäcker Dario ist ein Rückkehrer. Als er von der neuen Mine hörte, hängte er seinen sicheren Job in der Hauptstadt Sarajevo an den Nagel und baute aus 480 Ziegelsteinen eigenhändig einen Pizzaofen. Restaurant und Hotelbetrieb florieren. Među mojim radnicima u mom restoranu imaju četvero ili petero povratnika iz Evropske unije. Znači, ljudi koji su radili u Češkoj, u Njemačkoj, koji su se vratili, sada rade tu kod mene. Mislim da dolaze bolja vremena.